Name ist Cosima Prahm und ich arbeite im Christian-Doppler-Labor für Rekonstruktion von Extremitätenfunktionen an der Medizinischen Universität Wien. Unser Kooperationspartner ist die Ottobock Healthcare GmbH, die unter anderem Prothesen fertigt. Wir sind ein multidisziplinäres Labor, das den Patienten von der Anamnese über die OP zur Rehabilitation bis zur Endversorgung begleitet. Unsere Patienten profitieren dabei vom hohen Niveau der Betreuung und Forschung. Das Projekt PlayBionic teilt sich in zwei große Elemente auf: wissenschaftliche Studien zu Digital Transformation in Healthcare und aufbauend auf diesen Ergebnissen die Entwicklung verschiedener Methoden und Instrumente. Ein typischer Patient von uns hat entweder seinen Arm verloren oder alle Funktionen im noch existierenden Arm. Bei manchen Operationen verlegen wir Nerven und Muskeln neu, sodass der Patient in der Lage ist, eine Prothese zu steuern. Doch durch dieses Rearrangieren ist es alles andere als einfach, diese neue Prothese zu steuern. Die Patienten müssen erst wieder lernen, wie sie ihre Hand überhaupt bewegen müssen. Videospielbasierte Therapien sind ein anspornender Weg, um die Motivation, das Engagement und die Leistung der Patienten bei diesen ansonsten monotonen Übungen zu steigern. Auf der Grundlage mehrerer Studien zu virtuellen Rehabilitationen entstand die Idee zu einer mobilen Smartphone-App, die nach einem Testlauf in eine technisch ausgereiftere Variante, Myo2Beats, umgesetzt wurde. Hier ist eine Infografik, die zeigt, wie der Patient das Spiel steuert, nämlich über seine Muskelsignale, genauso wie eine echte Prothese. Auf die Amputation der oberen Extremitäten folgt oft das Gefühl, dass die betroffene Extremität noch vorhanden ist. Diese Phantomkörperdarstellung spiegelt sich auch im Körperbild des Patienten wider. Für Patienten ist es jedoch schwierig, die Eigenschaften und Empfindungen des Phantomarms auszudrücken, sodass Ärzte es nachempfinden können. Unser Ziel war es, ein digitales Programm zu entwickeln, das es ermöglicht, das Aussehen und die Position des Phantomarms sowie Schmerzen an einem 3D-Modell des Patienten darzustellen. Auch die Forschung an maschinellen Lernmethoden zur Kontrolle der Handprothesen hat beeindruckende Fortschritte gezeigt. Die Übertragung dieser Ergebnisse aus dem Labor in den Alltag der Patienten bleibt jedoch eine Herausforderung. Mit adaptivem Transferlernen kann man dieser Störung entgegenwirken. Zu diesem Zweck stellen wir den neuartigen Box-and-Beans-Test zur Beurteilung der Prothesenfunktion vor. Dieser Test basiert auf einem analogen Test zur Handfunktion, dem Box-and-Blocks-Test. Der Box-and-Beans-Test ist das digitale Gegenstück zum Box-and-Blocks-Test. Die Blöcke werden durch Bohnen ersetzt und der Prothesennutzer kann die neue, intuitive Steuerungsmethode digital ausprobieren, auch ganz ohne Prothese. Manche unserer Patienten bezeichnen sich als Cyborgs. Wir haben versucht, den Übergang zwischen Mensch und Maschine zu optimieren. Die entwickelten Anwendungen konzentrieren sich auf die Erleichterung und Digitalisierung der diagnostischen Prozesse, die Visualisierung des Therapieverlaufs und die virtuelle Rehabilitation zum Trainieren der Prothesensteuerung. Die verschiedenen Maßnahmen verbessern nicht nur die klinische Praxis, sondern auch den Lebensalltag unserer Patienten.